Moin, moin. Hallo Bastler. Hallo Weber. Hallo Neuankömmlinge auf meinem Kanal. Ihr hört, mein Nachbar ist auch schon am Arbeiten, nur am Hämmern und am Kloppen und am Sägen. Aber ich bin schon fertig. Denn wer früh aufsteht, hat auch seine Arbeit früher fertig. Und ihr seht, ich habe ihn schon wieder befüllt. Und bin am Dampfen damit. Und es klappt. Ganz einfach. Ich habe von dem Arne die Idee übernommen im ersten Video zu ihmchen, wo er gesagt hat, mit dem Dremel, da ist mein Dremel, mit dem Schleifstein, der beim Dremel bei ist. Und dann, wie gesagt, nur auf die kleinste Stufe und dann ganz vorsichtig habe ich die Düse bearbeitet. Und mit einem guten Ergebnis, nämlich es funktioniert, bis auf einen kleinen Tropfen, wenn man die Spritze wieder rausnimmt oder die oder auch die Flasche mit der Düse, ja, dass man da immer einen ganz kleinen Tropfen hat. Und das ist also akzeptabel. Und um euch das mal zu zeigen, ich habe also nicht Video laufen lassen, wie ich das hier mit dem Dremel gemacht habe, weil ich habe da ganz vorsichtig gemacht und auch ein bisschen... Die sind da richtig kräftig am Arbeiten. Ne? Und da habe ich gesagt, das machst du einfach mit Bilder und machst dann eine Erklärung. Denn ich fand das für ausreichend, wollte dann nicht unbedingt ein Video zu drehen. Also schalten wir mal um. Moin, moin noch einmal. So, ich habe mal jetzt einiges an Schritten zusammengestellt und in den Bild eingefügt. Ich wollte also jetzt nicht daraus ein ellenlanges Video machen, wo ich das schleife und mache und tue. Und habe mal gesagt, so einen kleinen Nachtrag mache ich in dieser Art. Ihr seht also einmal ein gesamtes Bild. Oben liegt die zerlegte Düse. Und in den unteren 1, 2, 3, 4 Bildchen, da hat man also die Verschraubung dieser Düse. Im Bild 1 sieht man sie halt von der Seite, wie da ein Imbus drin steckt. Nämlich so bekommt man die Düse raus. Und man sieht also ganz schön die Kante des Imbus. Im Bild 2... sieht man dann, wenn man von oben drauf guckt, also in dem Fall hier die Form eines Imbus, wo die Kanten sehr unsauber verarbeitet sind. Und in dem dritten Bild, jetzt sieht man ganz deutlich den Imbus und auch die gebrochenen Kanten. Das heißt also, ich habe mit einem Schleifstein, ein Kegelschleifstein vom Dremel, den habe ich genutzt und habe den
im Dremel eingespannt, den Dremel auf kleinster Stufe, also wirklich ganz langsam, und hab dann mit einer Spitzzange diese Düse gepackt und auf eine Glasplatte gelegt, dass die also wirklich eben liegt, und hab dann von oben den Dremel mit dem Kegelschleifstein, mit dem ganz feinen Schleifstein, eben die Kanten von dem Imbus, die sehr unsauber sind, wie man auf Bild 2 sieht, oben geglättet. Das heißt also, das seht ihr dann das Ergebnis am Bild 4. Jetzt passt meine Düse, wie sagt man im Kohlenpott, wie Arsch auf Eimer, direkt schön rein und schließt auch ab, so dass eben beim Befüllen des Genius nichts mehr an Liquid daneben geht. Und ich denke mal, wenn man sich da so ein bisschen Gedanken macht, das kann also jeder selber machen, der also einen Dremel hat, einen Kegelschleifstein und den Imbusschlüssel, um die Düse rauszuschreiben. Aber ich sag euch gleich, ganz vorsichtig, weil die Düse, ich weiß also jetzt nicht, aus welchem Material die besteht. Das wird also kein sehr harter Edelstahl sein. Wenn man ein bisschen zu fest mit dem Dremel drückt, dann kannst du Pech haben, dass du zu tief kommst. Und dann ist das so, dass du dann mit dem Imbus keinen Halt mehr hast, um die Düse reinzuschrauben und festzuschrauben. Also deswegen nur von dem, wer war das jetzt nochmal? Ich glaube, der Arno, der hatte den Hinweis im Kommentarfeld gegeben, in dem Video Nummer 1. Und die Idee habe ich aufgegriffen, weil ich sie sehr, sehr simpel finde. Und das funktioniert auch sehr gut. Und ich denke mir, der eine oder andere, je nachdem, was man für eine Flasche hat, wird dann feststellen, dass die Flaschenspitze, die ja nun mal aus Kunststoff besteht, nun viel, viel länger halten wird und das Siffen ein Ende hat. So, ich schalte dann wieder zurück. Ich denke, das war leicht verständlich und auch gut erklärt. Sollten noch Fragen sein, kann man das erörtern im Video Nummer 1. Da sind genügend Leute, die also auch einen Kommentar schon geschrieben haben, was sie gemacht haben. Da war jemand, der einen Vorschlag gemacht hat mit Teflonband. Und es ist so, dass alle Leute nicht Leute unbedingt einen Dremel haben und den einen oder anderen Tipp vielleicht auch annehmen, ohne dass man da großartig mit einem Dremel arbeiten muss. Ne? Oder vielleicht hat irgendjemand eine Metallspitze, die da genau reinpasst. Was weiß ich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es klappt jetzt vorzüglich. Ich kann nicht meckern. Ich bin mit dem Ergebnis voll zufrieden. Mir bleibt da nur noch eins zu sagen. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke. Und tschüssi, bis dann und weg und tschüss, bye bye.